Willkommen zum neuesten Coding Freaks Tutorial. Wir beschäftigen uns heute mit Authentifizierung gegen das Active Directory aus ASP.NET heraus, also aus ASP.NET MVC, um genau zu sein, aber im Prinzip ist das, was wir hier tun, übertragbar auf ASP.NET. Ich habe auch zum Download im Webblog, sozusagen im Blogartikel zu diesem Cast, habe ich ein Sample-Projekt, das wir uns jetzt hier auch angucken werden. Ich gehe schon mal rüber. In Visual Studio 2012 auf Test und werde mich anhand des Projektes einmal durchschlängeln und dann aber auch mal starten, sozusagen das Projekt und einmal gucken, wie das aussieht. Okay, im Blogartikel bin ich als erstes mal darauf eingegangen, was ich eigentlich anders gemacht habe bei meinem MVC-Template. Das ist hier schon das angepasste Template. Ich gehe mal kurz da durch. Ich bin also in die Controller gegangen, vornehmlich in den Account Controller und habe den erstmal bereinigt. Das ist codeseitig habe ich hier nichts geändert, ich habe nur Sachen rausgenommen und übergeblieben sind nur die beiden Logon-Methoden, die Logoff-Methode und die ErrorCode-to-String-Methode. Das ist alles, was wir brauchen. Weggefallen sind solche Sachen wie Register und Change Password. Diese Änderung zieht sich natürlich dann auch im Account Model durch. Ganz einfach, LogOnModel ist nur noch übergeblieben als Klasse. Alle restlichen Models, die normalerweise hier drunter in dem Template enthalten sind, habe ich rausgenommen. Brauchen wir nicht. Und korrespondierend habe ich bei Views Account den Register View rausgenommen, den es da normalerweise gibt, und den LogOn View insofern geändert, dass ich hier hinten, hinter diesem Text, den Link auf Register weggenommen habe. Das waren die Änderungen. Erstmal in dem reinen MVC-Template. Damit das Ganze jetzt funktioniert, sprich, damit wir uns am Active Directory, ich bin jetzt hier in einer Domäne auch angemeldet, am Active Directory anmelden können, benötigen wir ein paar Einstellungen der Web-Config. Ich werde jetzt aus Sicherheitsgründen nicht die Web-Config zeigen, weil die ist natürlich so eingestellt, dass es funktioniert, inklusive meiner Passworte und so. Das werde ich nicht tun. Stattdessen gucke ich mir eine Datei an, die ich mir parallel erstellt habe, diese Config. Die habe ich jetzt nur zu Demozwecken im Webcast hier in diesem Cast gerade dargestellt. Und ich werde jetzt mal hier durchgehen durch die Dinge, die wichtig sind. Hier oben die drei App-Settings, da komme ich später nochmal zu. Da kümmern wir uns nicht drum. Entscheidend dafür, dass dieses Authentifizieren gegen das Active Directory funktioniert, ist der Bereich Membership. Der Config-Bereich Membership kümmert sich darum, einzustellen in der Config, wie Authentifizierung stattfinden soll, wenn sie denn stattfinden soll. Also hier wird nicht eingestellt, wann das passiert, sondern nur wie. Dazu fügen wir den sogenannten Membership Providern einen hinzu. Normalerweise steht da schon einer drin, den habe ich weggenommen, habe den hier hinzugefügt. Den AD Membership Provider, diesen Namen kann man sich quasi ausdenken. Wichtig ist nur, wenn ich den hier ändere, dann muss ich ihn hier synchron auch ändern. Das bezieht sich auf das. Gut. Diese Zeile ist statisch, die muss man so nehmen, wie sie da ist. Natürlich muss man aufpassen, dass die Versionen übereinstimmen mit der Version, die man selbst verwendet. Der System Web DLL, die Version hier muss stimmen. Ansonsten sieht man schon, dass die Klasse System Web Security Active Directory Membership Provider heißt. Das heißt, Microsoft hat schon einen Provider fertiggestellt. Ich gebe hier an, dass ich eine Connection benutzen möchte, die AD heißt. Komme ich gleich zu. Und gebe jetzt an, dass sobald also meine Webseite versucht, einen eingegebenen Usernamen und ein Passwort gegen das Active Directory zu prüfen, dass er das unter folgenden Benutzern tut. Also, ganz wichtig zu verstehen, das hier hat nichts zu tun mit dem User, der später eingegeben wird auf der Webseite. Das ist ein User, der immer fest eingestellt benutzt wird, um die Prüfung des eingegebenen Benutzernamens und des eingegebenen Kennworts am AD durchzuführen. Das sollte also möglichst ein User sein, hier in einer Domäne, der ein sogenannter Funktionsaccount ist. Das bedeutet, der keiner Person zugeordnet ist. Und was sich oft als wirksam erwiesen hat, hier dieses Kennwort in den Windows Active Directory Einstellungen nicht ablaufen zu lassen. Kann man auch machen, muss man dann aber hier in der Config nachziehen. Wichtig auch dieses Attribut,
Wenn das nicht gesetzt ist, dann mappt er nicht gegen den SAM-Account-Name. Das ist der, den man von Windows halt so kennt. Sprich, wenn jetzt jemand seinen üblichen Windows-Account-Namen bei uns auf der Webseite eingeben würde, würde das immer zu einem Fehler führen, Benutzer nicht bekannt oder Passwort falsch, weil er standardmäßig nicht diesen SAM-Account-Name nimmt. Man muss das also hier hinzufügen. Der AD-Membership-Provider kennt noch viele, viele mehr Optionen. Die kann man sich in der MSDN angucken. Einfach bei Active Directory Membership Provider einfach mal MSDN-seitig eingeben und dann findet man die ganzen Optionen, die es sonst noch gibt. Jetzt aber zu dem Connection String Name. Der mappt auf diese Einstellung hier unten. Ja, also diesen Key AD müssen wir hier wiederfinden. Und wir brauchen hier einen LDAP-Connection String. Ein LDAP-Connection String ist eine Sache, viele wissen nicht genau, was man eingeben muss. In diesem Fall muss man eingeben LDAP:// gefolgt vom Servername.domain.suffix. Bedeutet, mal als Beispiel, ich kopiere mir das kurz mal raus, damit ich das mal zeigen kann. Ich habe im Blog geschrieben, angenommen codingfreaks.de wäre eine Domäne und der Domain-Server wäre der Server mit dem Namen, mit dem DNS-Namen Main. Dann würde hier stehen müssen Main für den Server.codingfreaks.de und hier hinten müsste man nochmal angeben, die Domain ist codingfreaks.de. Das ist diese LDAP-Schreibweise. CN-Users, also der Container, der genommen werden soll, um die Benutzerinformationen zu checken, ist ein fester String. Also so müsste man das anpassen. Nehme ich mal wieder raus. Okay, das ist die Config erstmal. Wichtig an der Config auch, dass eingestellt bleibt, das ist nämlich im Standard so, diese Einstellung hier oben. System Web Authentication Mode of Forms, das bedeutet also zum Authentifizieren soll eine Seite gezeigt werden und zwar nicht irgendeine, sondern die da. Account/Logon mit einem Authentication Timeout von 2880 Sekunden. Gut, wie gesagt, das ist standardmäßig eingestellt, sei es drum. Wenn ich diese Einstellung vorgenommen habe, dann könnte ich eigentlich schon F5 drücken und oben rechts auf Logon. Aber wie bereits im Blog beschrieben, ich wollte ja mal zeigen, wie ich gleichzeitig dafür sorgen kann, dass gleich die Indexseite nur dann erscheint, wenn ein User sich schon authentifiziert hat. Das ist etwas, das hat mit dem Thema an sich eigentlich nichts zu tun, passt hier aber sehr gut rein. Ich gucke mir mal dementsprechend die Controller-Methode für die Indexseite an bei mir, also Home-Controller. Und hier ist die Methode für das Index-Action-Result. Und man sieht hier drüber dieses Requires Authentication. Requires Authentication kommt, wie es da steht, aus authtest.attributes. Das ist dieser Ordner. Und dort drin gibt es ein Requires Authentication Attribute. Das ist eine gute Vorgehensweise von Microsoft empfohlen. Attribute sollen mit Attribute enden und erbt von einem anderen Attribute, Action Filter Attribute. Dieses kommt aus System Web MVC. Das ist also speziell ein Attribut, das für MVC-Belange geschrieben wurde. Und man kann jetzt hier sehr einfach eine Methode aus diesem Action Filter Attribute überschreiben. Das ist On Action Executing. Das heißt, in dem Moment, wo jemand die Action ausführen will, bevor er das Result bekommt, wird quasi das ausgeführt, was jetzt hier im Rumpf dieser Methode steht. Man bekommt einen Filterkontext rein und dieser Filterkontext bringt unter anderem einen System Web HTTP-Kontext mit. Und über den wiederum kann man rausbekommen, ob ein User, es ist immer einer da, aber ob dessen Identity auch eine authentifizierte ist oder einfach nur eine Gast-Identity sozusagen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann merken wir uns hier eine URI, nämlich die, die wir gerade bekommen haben im Kontext, und leiten ihn weiter an die eben gezeigte Authentication-URL. Ansonsten verlassen wir die Methode eigentlich, wenn er also authentifiziert ist, und lassen den Controller einfach machen, was auch immer er will. Das ist hier die Logik. Und das Schöne ist jetzt, dass wir also, wenn wir dieses Attribut haben, das als Flag-Attribut einfach über eine Methode eines Controllers setzen und automatisch erfordert diese dann eine Authentifizierung. Das ist wichtig zu verstehen, wenn man jetzt sehen will, ich drücke jetzt hier gleich mal F5,
sozusagen und wir gucken uns im Page Inspector meine Methode an. Ich mache das mal. Er lädt noch, nicht verwirrt sein, das ist jetzt noch der erste Aufruf. Und er hat noch gecached das Ergebnis von vorhin. So, kleinen Moment. Jetzt hat er den Refresh gemacht. Das sieht man auch, weil jetzt hier mein Inspektor da ist. Wie auch immer. Man sieht also, ich bin eigentlich auf diese URL gegangen. Er hat mich umgeleitet auf account/logon und hat ihm eine Return-URL mitgegeben. Das ist genau das, was das Attribut für mich getan hat. Ich bin auf der Logon-Page und kann mich jetzt mit meinem Benutzernamen und meinem Kennwort einloggen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, wie das immer so ist beim Testen. Der Login-Vorgang selbst findet gegen die Domäne statt. Und ich bin drin als Schmidt, kann mich jetzt ausloggen, logischerweise, und bekomme diese Liste. Wo die herkommt, gucken wir uns gleich an. Wichtig an der Sache ist jetzt, wir haben keine eigene Authentifizierungslogik geschrieben, sondern alles, was passiert ist, kann man sich mal angucken im Account-Controller, ist, dass im Logon hier diese Zeile ausgeführt wird. So, ich gehe mal zurück in den Page Inspector, logge mich aus. Und logge mich wieder ein. Und komme hier an. In dem Moment, wo also dieses Logon, diese Logon-Post-Methode ausgeführt wird und ich alle Informationen eingegeben habe, die wichtig sind, also Username und Passwort, das ich jetzt nicht zeige, wird Membership.validateUser aufgerufen und Membership ist in dem Fall, das hier, ist der Active Directory Membership Provider, der in dem Membership drin hängt, weil die Konfiguration das aussagt. Und hier wird einfach ValidateUser aufgerufen und wenn das klappt, dann ist gut. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es eine Fehlermeldung. Das heißt, hier einfach F5, zurück zum Page Inspector. Und wir sind durch. Das ist, wenn man sich das jetzt genau anguckt, im Blog nochmal kann man die Schritt-für-Schritt-Anleitung besser sehen, ist schon mal sehr gut. Jetzt hatte ich aber gesagt, dass oftmals gewünscht ist, dass man nicht einfach nur sich gegen eine Domäne anmeldet, sondern dass zum Beispiel nur User durchkommen, die, keine Ahnung, in der Gruppe Develop sind. Also in der Active Directory Gruppe Develop Mitglied sind. So, auch das kann man sehr gut umsetzen. Wie man sieht, habe ich hier nur mal die Gruppen aufgelistet. Das funktioniert im Moment in dem View Index. Das ist der Code, um diese Gruppen aufzulisten. Das heißt, ihre derzeitigen Domänengruppen sind, ja, das ist dieser Text, und for each var group in auth-util get user group names. Auth-util get user group names ist etwas, das ich selbst programmiert habe in dem Ordner utils. Moment, ich muss mal kurz stoppen, dass der Solution Explorer kommt. In dem Ordner utils, hier ist das out-util. Und das out-util zum Beispiel hat diese get user group names und benutzt Klassen aus dem System Directory Services Account Management. Als erstes mal und das Wichtigste überhaupt ist der Principal Context. Der Principal Context erlaubt, ähnlich wie ein Entity Framework Context, zum Beispiel Abfragen auf dem Active Directory und braucht dafür den Server, den User, mit dem ich die Abfrage machen möchte und das Passwort für diesen User. Zurück in meine Config. Das sind diese drei Einstellungen, nicht, sondern da oben. Diese drei Einstellungen, über die ich vorhin drüber weggegangen bin. Die könnte man theoretisch auch hier unten rausholen. Bis auf den Server. Um das aber einfach zu halten, habe ich das jetzt hier also in eine App-Settings reingepackt. So, jetzt sieht man hier, dass ich da also die App-Settings wieder raushole. Ich breche das mal um, damit das hier ein bisschen vernünftiger aussieht und man das sieht. So, als Kontexttyp nehme ich Domäne. Ich möchte also auf der Domäne meine Abfragen starten und dann benutze ich diesen Kontext. Ganz wichtig sind diese Usings. Und dieses Dispose, hier ist auch nochmal so ein Using. Dieses Dispose habe ich nur einzeln nochmal drin, weil ich hier
diesen Try-Catch-Strom habe. Wichtig ist, dass das Dispose aufgerufen wird, sonst lockt man sozusagen seine Session zum AD. Wie auch immer, es gibt also ein User Principle, den man erstellen kann, indem man nach einem SAM-Account-Name sucht, der übergeben wird. Und dann bekommt man auch alle Gruppen, zu denen dieser User gehört, im AD und kann die hier quasi als Stringliste zurückliefern. Mit diesem Wissen bewaffnet, könnte man jetzt also im Requires Authentication Attribut, könnte man theoretisch auch sagen, wenn der, also hier unten im Else-Zweig, könnte man den jetzt erweitern, ansonsten nutze bitte oututil sozusagen hier todo oututil is user member of group oder so heißt die Methode, das ist die hier, is user member of group, der kann ich einen User und einen Gruppennamen geben und nur wenn er dann Mitglied einer bestimmten Gruppe ist, nämlich einer, die man in dem Attribut mit übergeben könnte, soll er durchgelassen werden. Das wäre jetzt sozusagen ganz grob überflogen die nächste Vorgehensweise. Aber das spielt alles gar keine Rolle. Nicht speichern und nicht speichern. Der Code, wie gesagt, zu diesem ist online einsehbar. Und ich wollte einfach nur zeigen, es ist kein Hexenwerk, das zu machen. Nur die Doku von der MSDN und ähnliche Sachen im Internet haben meiner Meinung nach sind ein bisschen schwach, was das betrifft. Und da ich das jetzt alles sowieso mal rausgesucht habe, habe ich gedacht, teilst du dein Wissen. Das war schon alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.